Jojo Leute, was geht ab und herzlich willkommen auf meinem Kanal bei G-Sword zu einem weiteren GTA 5 Online Video. Und zwar werde ich euch hier in diesem Video zeigen, wie ihr euch eine gemoddete Avenger geben lassen könnt, also ein Give Avenger to Friends Glitch. Ihr beide solltet die ein und dieselbe Basis haben. Ihr solltet vorher schon die Avenger gekauft haben, ihr selber, die ihr nehmen wollt. Also ihr seid der Nehmer. Also bei mir rechts oben ist rechts im kleinen Bild der Nehmer und hier im großen Bildschirm der Geber. So. Ihr seht das hier, ich stehe hier noch in meiner Basis mit der ganz normalen schwarzen Avenger und den ganz normalen Felgen. So, was ihr als allererstes aber machen solltet, wenn ihr zuvor schon lange gezockt habt oder die ganze Zeit eure PS4 im Ruhemodus war oder ausgelockt, was auch immer, startet einmal GTA komplett von vorne neu, dann ist es auch wirklich safe, dass der Glitch auch zu 100% funktioniert. Ihr solltet außerdem auch noch in einer Sitzung nur für Spieler mit Einladung gehen. Nur dort wird es klappen. Es wird wirklich nur in einer Sitzung für Spieler mit Einladung klappen. Als allererstes öffnet der Geber sein Interaktionsmenü, geht auf Basisverwaltung, in die Basis einladen und der Geber ladet den Nehmer in seiner Basis ein. Ihr seht, dass hier ist die Einladung angekommen. Ihr öffnet euer Handy und der Nehmer akzeptiert die Einladung vom Geber. Also der Nehmer akzeptiert die Basiseinladung vom Geber. So, jetzt werde ich hier kurz erscheinen. Ihr seht das. So, jetzt geht der Nehmer hier hinten an die Avenger dran, stellt sich hier so hinter dem Hinterreifen hin, so ungefähr, und er startet jetzt einen schnellen Job. Er öffnet sein Handy, geht auf schneller Job, geht hier auf Aktivität und dann zum Beispiel auf Darts. Freunde in Sitzung, bist du sicher? Das bestätigt er auch. So, jetzt wartet ihr beide, bis beim Nehmer unten rechts drin steht, Lobby wird gefüllt, 1 von 2, 1 von 4. Das muss da drinnen stehen. Und ihr solltet beide in der einen und derselben Party sein. Wenn ihr das auch alles so habt, bis hierhin, wie ich es euch erklärt habe, dann geht jetzt der Geber hier in den blauen Punkt rein. Dort wird er rechts, links oben das Menü haben, um in die Avenger allein einzutreten, beziehungsweise mit nahen Freunden und Crew. So, der Geber drückt einmal die PS-Taste, er geht in die Party, wo ihr beide euch drin befindet, also wo sich der Geber und der Nehmer nur drin befinden. Und dann geht der Geber auf den Namen vom Nehmer. Das ist bei mir hier der obere, das ist der Nehmer. Dann geht er hier einmal auf Sitzung beitreten. Dann bekommt ihr eine schwarze Meldung. Bekommt der Geber eine schwarze Meldung. Und sobald wir diese Meldung bestätigen, kommt eine weitere schwarze Meldung. Und die zweite schwarze Fehlermeldung nehmen wir erst nach 4 Sekunden circa an. Und wenn wir die angenommen haben, sind wir ja theoretisch im Himmel, sehen uns aber verbuggt in der Basis stehen. Während wir im Himmel sind, können wir trotzdem alleine in die Avenger eintreten. Und sobald wir das mit X bestätigt haben, werden wir doppelt auf die PlayStation-Taste drücken, sodass wir wieder in der Party sind und treten dem Nehmer, also der Geber tretet dem Nehmer nochmal bei, spammt aber diesmal dann alle schwarzen Meldungen mit X durch, so schnell wie möglich annehmen.
Ich führe das jetzt einmal einfach vor. Ich nehme die erste Meldung hier jetzt mit X an. 1, 2, 3, 4. So, die annehmen. Hier auch nochmal X drücken. Doppel-Playstation-Taste X. Alles schnell durchspammen. So, und jetzt sollte es eigentlich geklappt haben. Und nochmal. Sieht an für sich sehr gut aus, weil Ziel ist es auch, dass der Nehmer den Geber nicht in der Basis sieht. Genauso auch umgekehrt, dass der Geber den Nehmer nicht sieht und der Nehmer den Geber in der Basis nicht sieht oder auch überhaupt angezeigt wird. Also nochmal. Wenn der Geber sich in den blauen Punkt stellt, tretet er dem Nehmer über der Party einmal bei, geht auf Sitzung beitreten. Die erste schwarze Meldung, diese nimmt der Geber an und sobald er die angenommen hat, kommt die zweite schwarze Meldung. Und bis ihr die zweite schwarze Fehlermeldung annehmt, zählt ihr bis 4 und drückt X. Nachdem ihr X gedrückt habt, drückt ihr sofort wieder X, um in die Avenger reinzugehen. Und sobald ihr einen Blackscreen habt mit der Ladeschnecke unten rechts, drückt der Geber nochmal schnell doppelt auf die PlayStation-Taste und spammt hier die ganze Zeit X, um hier dem Nehmer so schnell wie möglich beizutreten und auch gleichzeitig die ganzen schwarzen Meldungen hintereinander so schnell wie möglich anzunehmen. Das ist das Ziel. So, und ihr habt gesehen, das hat hier wunderbar funktioniert. Ist das bei euch auch so? So, ich schalte das mal gerade um. Hier, das ist der Nehmer. Wenn das auch hier so aussieht bei ihm, dann hält der Nehmer nur noch Steuerkreuz nach unten gedrückt. Ihr solltet vorher noch bei euch im Interaktionsmenü, hatte ich jetzt gar nicht drauf aufgepasst, solltet ihr euren Spawnpunkt auf die Basis stellen. Ich hatte das jetzt nicht gemacht, ich habe das schnell umgestellt. Also ihr solltet vorher wirklich euren Spawnpunkt auf der Basis stehen haben, bevor ihr hier diesen Glitch macht. Aber es sollte jetzt bei mir trotzdem klappen. Ich habe den Spawnpunkt geändert und hier die Klamotten gewechselt und die orange Ladeschnecke war auch da. So, wie gesagt, habt ihr das hier alles so gemacht, wie ich das hier gerade erklärt habe, haltet ihr selber, also ihr seid der Nehmer, Steuerkreuz nach unten gedrückt, wählt irgendeinen Story-Charakter aus, lasst Steuerkreuz nach unten los, dann werdet ihr diese Meldung bekommen. Diese Meldung werdet ihr mit X bestätigen. Ihr selber werdet zurück in die Story gekickt. Währenddessen geht der Geber in die Party, geht auf Zusammenspielen und schickt euch über die Party eine neue Einladung in die Sitzung, wo der Geber ist. So, nimm das hier schon mal an. PS-Taste. Okay, so, nochmal beitreten. Und dann werdet ihr jetzt eine schwarze Meldung bekommen, ob ihr sicher seid, dass ihr online gehen wollt. Genau diese hier. Diese nehmt ihr selber an. Ihr werdet jetzt online in eurer Basis spawnen. Und dann werdet ihr jetzt gleich feststellen, hier blinkt das schon alles ein bisschen rum bei dem Geber in der Basis. Auf jeden Fall, der euch die gemoddete Avenger gibt, der darf noch nicht die Sitzung verlassen. Er muss so lange warten, bis ihr die Avenger abgespeichert habt.
So im Idealfall sollte hier jetzt auch diese Blue Tartan Avenger hier in dieser Basis stehen. Ihr seht das. Sie steht da. Um diese jetzt abzuspeichern, steigt ihr jetzt mit Dreieck einmal da ein. Wenn das nicht funktioniert, drückt ihr nochmal Dreieck, solange bis die Tür aufgeht und ihr einsteigen könnt. Jetzt drückt ihr nur noch Steuerkreuz rechts, geht auf Panzerung, ändert irgendwas an der Panzerung, ganz egal was. Irgendwas an der Panzerung oder hier kurz da was drauf kaufen. Und dann geht ihr hier wieder mit Kreis raus, geht auf Fahrzeugwerkstatt verlassen. Ihr seht das, die orange Ladeschnecke kommt schon, jetzt steigt ihr aus. Und somit wäre diese gemoddete Avenger nun bei euch auch abgespeichert. Ihr könnt das testen, indem ihr einfach mal GTA neu startet. Ich mache das gerade. Und wir hören uns wieder, sobald ich in der Online-Sitzung wieder angekommen bin. Also bis gleich. So, wir dürften jetzt genau in der neuen Sitzung spawnen und schauen mal direkt nach der Avenger. Ich werde euch das zeigen. Dort wird jetzt die gemoddete Avenger stehen und tada, ihr seht das, sie ist da. Und ja, mehr gibt es hier bei diesem Video, bei diesem Glitch nicht zu sagen. Höchstens, ich selber beherberge noch einige andere Avengers, wie hier jetzt im Video die Blue Tartan, die Red Tartan, die Totenkopf, Zuckerstangen Design, Coin Design und Bully Design auf anderen Felgen und beziehungsweise auch in anderen Farben mit diesen Designs. Wenn ihr da auch so eine haben wollt, kann ich euch gerne x-beliebig anbieten, diese ganzen Avengers, also Blue Tartan, Red Tartan, Totenkopf, Zuckerstangen Design, Coin Design und Bully Design, also Spielzeug Design. Das kann ich euch auch noch alles mit anbieten. Könnt ihr mich anschreiben, sehr gerne über Telegram. Den Link zur Telegram-Gruppe von mir übrigens findet ihr in der Videobeschreibung. Und seid ihr hier neu auf meinem Kanal, dann hinterlasst doch bitte ein Abo, so verpasst ihr hier in Zukunft rund um GTA auch nichts mehr. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt dem Video ein Like, lasst dem Video ein Like da, würde mich wahnsinnig freuen. Und ja, mehr gibt es hier nicht mehr zu sagen. Wünsche euch noch eine schöne restliche Woche und wir hören uns spätestens beim nächsten Video. Bis dann, alle miteinander.